Wie sagte einst der weise Bundestrainer Berti Vogt, wenn ich übers Wasser laufen könnte, würden meine Kritiker sagen, nicht mal schwimmen kann der. Ja, das mit dem übers Wasser laufen war bisher nur einem göttlichen Menschen vorbehalten, aber barfuß über das Wasser jagen, das können immer mehr Sterbliche. Die Rede ist von Barfuß-Wasserski. Steffi Kirsch etwa hat den Dreh so richtig raus. Auf der Mosel legt die vierfache Weltmeisterin mehrfach die Woche eine echt heiße Sohle aufs nasse Parkett. Meist vorwärts, selten auch mal rückwärts. Ab und an mal auf dem Po, dann auf beiden Füßen oder auf einem. Barfuß-Wasserski ist die Unten-ohne-Variante des etwas bekannteren konventionellen Wasserskis. Stefanie Kirsch hat sich mit Haut und Haar und bloßem Fuß diesem Sport verschrieben. Der Reiz ist die Geschwindigkeit. Einfach in dieser Geschwindigkeit über das Wasser zu gleiten, direkten Kontakt zum Wasser zu haben. Und die Gicht, also das Spray so neben sich her, das ist schon was Schönes. Kannst du mich ein bisschen schneller rausziehen, bitte? Ja, gerne. Wenn Stefanie Kirsch nicht in ihrer medizinischen Praxis arbeitet, gleitet sie über die Mosel, dass es nur so staubt. Das Wettkampfprogramm wird immer und immer wieder geübt. 3 Disziplinen sind zu bewältigen. Sprünge, Slalom und natürlich die Kür, die Darbietung der besten, schönsten, schwierigsten Figuren. Man muss ein bisschen gucken, was kann man gut, wo ist die Gefahr am geringsten, dass man stürzt. Die einfachen Sachen an den Anfang und die schwierigeren ans Ende vom Programm, weil wenn man dann stürzt, hat man schon ein bisschen was im Programm drin. Diese Saison oder zur Vorbereitung für Wettkämpfe fast jeden Tag. Oder sagen wir mal, mindestens 3-mal in der Woche auf dem Wasser und dann macht es ja auch noch sehr viel Fitnesssport. Kraft, Gelenkigkeit und Konzentration. So kann Stefanie Kirsch auch die unvermeidlichen Stürze gelassen hinnehmen. Wenn man nicht aufpasst, kann der Fuß eine falsche Wasserkante erwischen und dann stürzt man. Mittlerweile hat man das Stürzen gelernt, so ähnlich wie beim Judo. Man rollt sich nach vorne ab und dann ist es nur halb so schlimm. Ist ja nicht richtig gefallen. Das ist einfach langsam ins Wasser gesackt, weil sie nicht mehr fest waren. Ist nicht schlimm. Nein, überhaupt nicht. Dafür, dass Ihre Frau gerade eben verloren hat, wirken Sie ja relativ entspannt. Ja, allerdings, das passiert oft. Aber Sie holen sie jetzt wieder. Ja, sicher. Auf jeden Fall. Brauchst du ja noch. Bleibt die Frage, die wohl alle bei diesen Bildern bewegt, wie sehen die Füße einer Frau aus, die seit Jahren übers Wasser wandelt? Wir haben ganz normale Füße. Die haben auch keine Hornhaut oder so, ne? Nur wenn wir fahren, dann gibt das hier so einen Druck, wie wenn man einen Gartenschlauch zuhält und so spritzt. Und dieser Druck am Fuß, den spürt man schon. Und das nennen wir dann so spaßhalber Sockenbrand. Aber so ein Sockenbrand vergeht genauso schnell, wie er gekommen ist. Und ein Sport für allzu zarte Zeitgenossen ist Barfußwasserski ohnehin nicht.